Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Geheimakte 2 Puritas Cordis. Heute geht es weiter. Wir werden heute schauen, dass wir unserer Wache hier einen richtigen Schrecken einjagen, denn Max ist hinter der Fratze und ja, ich bin mal gespannt, ob Sam da jetzt was zu sagen hat. Solche Schreckgestalten sollen die Bösen. Achso, nein, nein. Zwei Sachen stören mich an dem Typ. Achso, nein. Hallo? Hören Sie mich? Ja, was ist los? Ah, die Fratze, genau, weil wir haben ja letztes Mal schon gehört, dass die Wache ziemlich Angst vor der Fratze hat und, beziehungsweise, nee, das haben wir eigentlich vor 3-4 Parts gehört, aber egal, Max ist aktuell hinter der Fratze und das werden wir gnadenlos ausnutzen. Sie haben wirklich ganz schön Schiss vor dieser Fratze, oder? Ich? Quatsch. Na, 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 nicht lügen, sonst wird die schreckliche Fratze lebendig und Sie für Ihre Sünden bestrafen. Hör auf! Hör sofort auf damit! Ich will davon nichts hören! Die Fratze wird mir nichts tun. Das hoffe ich wenigstens. Bitte lass mich in Frieden mit diesem schrecklichen Ding. Könnten Sie mir unter Umständen etwas Obst aus der Schale abgeben? Was soll's denn sein? Ach so, Eine Orange wäre toll. Ja, Orangen sind richtig lecker. Ich werde gleich mal eine essen. Du mieser Penner. Okay. Das Lagerfeuer wurde fachmännisch aufgebaut. Die Wache scheint sich also mit sowas auszukennen. Ah, mit dem Kadaver, den beiden Bären. Ein Strauch mit weißen Beeren. Ja, ja. Sonst, ich glaube, wir haben hier nichts wirklich Sinnvolles für uns. Nee. Dann gehen wir mal wieder... Oh, wobei? Der hat mir schon aus vielen schwierigen Lagen geholfen. Können wir Max den Kompass geben? Max, ich hab hier was für dich. Sehr schön, jetzt haben wir Max den Kompass gegeben. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber... Jetzt hat er den Kompass. Sams Kompass. Gut, wir haben jetzt hier die... Die Rückseite der furchteinflößenden Fratze. Aus dieser Perspektive wirkt sie glücklicherweise eher unscheinbar. Ja, gut, ein bisschen gruselig schaut's schon aus. Da ist ein Loch in der Wand, durch das ich Sam sehen kann. Ansonsten die Tür hier... Kein Griff, kein... Okay, wir müssen irgendwie die Tür aufmachen und hier aber irgendwas reinlegen. Hier ist eine quadratisch geformte Nische in der Wand. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Vielleicht muss man wieder irgendwas hineinlegen. Sie ist quadratisch. Das hebt er extra hervor. Den Kompass? Nope. Was ist denn quadratisch? Die rote Folie? Nein. Wir können ihr Stuff geben. Aber sonst... Sieht aus wie moderne Kunst, dürfte aber vermutlich schon ziemlich alt sein. Sonst hier den Helm, den Lichtschimmer, den Helm? Geben wir ihr mal den Helm. Wobei, was bringt ihr der Helm? Nicht wirklich was. Meint, hier ist gerade dunkel. Max? Danke. Aber... Ich meine, ich dachte, vielleicht kann ich hier irgend... Wobei, gehen wir mal raus. Gibt's hier eventuell irgendwas? Können wir hier noch mal was rausnehmen? Wir können es dafür tatsächlich rausnehmen. Was ist ein quadratisch? Nichts von dem. Eine Bienenwaffe. Prima. Sobald ich einen der Gegenstände aus der Nische nehme, geht die Tür sofort wieder zu. Ich sollte mir gut merken, wo welcher Gegenstand lag, damit ich die Tür dann auch wieder öffnen kann. Ich gebe das mal wieder da rein. Ich hoffe mal... Oh nein, jetzt kommt sicher irgendwie wieder irgendwelcher beschissener Quatsch. Da drin prügeln sich geschätzte 2 Millionen Bienen um einen Donut. Ah ja, das war ja das, ich erinnere mich. Oh, hier der Stofffetzen. Wir sind hier nicht bei SCI Miami. Ein Stoff. Aber können wir vielleicht den da trotzdem runterholen? Nee. Spinnennetz bringt mir auch nichts, das bringt mir nichts. Wir gehen nochmal zurück zum Camp, vielleicht habe ich ja dort irgendwas vergessen, weil...
gerade so sinnvoll. Vielleicht kommt hier keine noch... Keine Papayas. Keine Papayas mehr. Der Rucksack ist auch leer, der Fun. Mit dem kann ich noch irgendwie was machen. Der steckt tief und fest in... Können wir da vielleicht die... Aber das habe ich doch 100 Mal schon versucht, das alles. Bringt mir ein Kompass irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Mit dem Frosch müssen wir noch irgendwas machen. Ganz schön groß. Der wiegt bestimmt 200 Gramm. Würde mich nicht überraschen, wenn der mehr als nur Fliegen frisst. Oh. Moment. Aber das würde dann nicht so viel Sinn ergeben, wenn wir Sachen, die wir brauchen, vernichten. Oder? Weil Fliegen... Er könnte vielleicht auch eine Nacktschnecke fressen, ja? Nein, nein. Könnte auch eine Nacktschnecke fressen. Theoretisch. Flacher Stein. Wir müssen sicher irgendwas auf den Stein legen. Oh. Ah ja, das stinkt ja und da sind Fliegen. Genau, das Ding stinkt selbst von hier aus noch bestialisch nach Aas. Und die Fliegen kommen auch schon an. Und jetzt kommt der Frosch. Der scheint ja mächtig Hunger zu haben. Mal schauen, ob er durch das Futter so abgelenkt ist, dass ich ihn fangen kann. Nice, Alter. Hätte nie gedacht, dass es so einfach ist, Frösche zu fangen. Oh, und das stinkende Ding nehmen wir natürlich auch wieder. Ist ja nice. Das konnten wir nicht rausboxieren, aber cool. Das hätte ich wahrscheinlich auch schon deutlich früher machen können. Aber ich sag mal, früher haben wir es eigentlich auch nicht gebraucht. Also warum? Passiert nichts. Vielleicht befindet sich ja unter all den Sachen, die ich in die Nischen gestellt habe, der ein oder andere falsche Gegenstand. Ja, okay, ich wollte es nur probieren. Aber kommt der Frosch da jetzt rein, wäre meine Theorie. Alter, Max, hör auf, ständig irgendwelche Sachen, die wichtig sind, zu versperren. Mit deinem fetten Arsch. Okay, nee. Hier ist eine quadratisch geformte Nische in der Wand. Aber was? Wir haben nichts Quadratisches, außer die Flagge. Die Flagge will da nicht rein, aber sonst haben wir nichts Quadratisches. Können wir den aufpumpen? Nee. Kanne mit roter Pampe. Dafür haben wir die rote Folie gemacht. Ich ziehe die Folie mal über die Helmlampe. Wow. Wow. Bevor ich den Luftballon auf die Helmlampe ziehe, nehme ich die Folie mal wieder runter. Ernsthaft? Also, ernsthaft? Bevor ich die Flagge um die Helmlampe wickle, ziehe ich den Luftballon mal wieder ab. Ich nehme das Zeug mal wieder von der Helmlampe runter, falls ich es noch für andere Sachen brauchen sollte. Wow. Geil, ich hätte das eigentlich deutlich einfacher haben können. Aber ich habe es immerhin auch so mit ein bisschen Gespür rausgefunden. Ach, verdammt, ich doch einfach nur. Die Zeltstäbe haben wir für noch nichts verwenden müssen. Das muss sich eigentlich ändern, genauso wie die... Ich gebe ihm mal den Frosch. Psst. Also nicht ihm, Sam. Setz sie den Frosch. Ein Froschlurch, genauer gesagt ein Laubfrosch. Asche auf mein Haupt, aber welche der gut 800 Arten das ist, weiß ich leider nicht. Hat er Angst vor dem... Nee. Wir brauchen irgendwas... Also der Kadaver muss ja auch noch irgendwas bringen. Wir brauchen irgendwas... Das Lager, ein Gefängniskäfig aus Bambus. Zwei Sachen stören mich an dem Typen ganz gewaltig. Oh, ich habe eine... Hallo? So, ja, nee. Ja. Ich verliert. So, ich habe eine Idee noch. Beziehungsweise ich habe zwei Ideen, was wir machen können. Den Frosch gebe ich mal wieder Max. Weil ich nicht glauben kann, dass wir den brauchen. Aber ich habe eine Idee, was Max Sam geben könnte.
Zeltstangen. Oder alternativ, da ich nicht zweimal wechseln möchte, das Bambusrohr. Und vielleicht auch die Übersetzung, die Leuchtstäbe. Dafür ist das Loch zu klein. Schade. Die Flagge. Psst. Ich gebe ihr einfach mal so ein paar Sachen, die ich denke, dass sie sinnvoll sind. Nein, ich habe schon die echte Nina verloren. Achso, ja, genau. Aber das hier. Psst. Okay, also da müsste jetzt, glaube ich, irgendwas dabei sein, was sie brauchen könnte. Können wir hier denn? Dafür ist das Loch zu klein. Schade, okay. Dann aber mal diesen hier. Zwei Leuchtstäbe stammen vermutlich aus meinem Rucksack. Die blaue Flagge, die im Lager wehte. Wie gut, dass Max nicht weiß, was das für eine Flagge ist. Warum weißt du's? Ein langes und ausgehöhltes Bambusrohr. Leicht verbogene und zum Teil angesenkte Zeltstangen. Ich vermute, die hat Max aus dem Lager mitgenommen. Ja, aber wir können jetzt... Aufspießen kann ich mit dem Rohr nichts und ansaugen wird bei Bananen und Orangen kaum funktionieren. Ich werde mich also mal an einer Himbeere versuchen. Oh, okay. Aber es hat... Alter, what the fuck? Wie, was ist das für ein Monster? Himbeere erfolgreich angesaugt und kaum beschädigt, nur leicht angesabbert. Alter, das Teil ist ja doppelt so groß wie ein Mensch. Ich dachte, das wäre irgendwie so wie ein Blasrohr. Also so 20, 30, 40 Zentimeter höchstens. Leck mich am Arsch. Aber so groß war das doch nicht, als wir es mitgenommen haben, oder? Eine rote Himbeere. Ich bin nicht ganz sicher, welche Art das ist, aber noch interessanter dürfte die Frage sein, wie die hier an Himbeeren gekommen sind. Wachsen tun die hier jedenfalls nicht. Hm, okay, wir haben jetzt eine Himbeere. Ihn abwerfen? Vitamine sind wichtig für ein langes und gesundes Leben. Achso, ja. Nee, aber... Ich sollte erst mal zusehen, dass ich hier wieder lebend rauskomme, bevor ich mir um meine gesunde Ernährung Gedanken mache. Sonst mit den Leuchtstäben, das würde auch noch vielleicht Sinn machen. Nee, sie bitte zurückgeben. Mit den Zeltstangen, Feuer anfachen. Hier die Flagge verbrennen oder so, oder ihm zeigen. Hallo? Können wir jetzt irgendwas anderes? Ja. Nee. Ich verliere... Okay, aber was wir machen können ist, wir geben Max mal die Himbeere. Und schauen, ob er was damit Max, anfangen ich kann. Was für dich. Ich hoffe, wir brauchen dafür jetzt... Wobei, im Moment, lass mich mal den Rest auch wieder zurückgeben. Ach so, aber... Max, ich hab hier was für dich. Alter, das dauert ja ewig. Okay, ich sollte nur... Also, dass es hier so lange dauert, von A nach B, das... Also, ich würde ihm gern alles geben, aber... Naja. Max, ich hab hier was für dich. Das ist so ein klein wenig nicht gut. Wobei, ich glaube, damit können wir schon was anfangen. Die Himbeere jetzt. Nicht gerade das, was ich mir unter tropischen Früchten vorstelle. Können wir damit das hier einfärben oder das hier? Nein. Können wir damit irgendetwas Sinnvolles... Aha. Keine Ahnung, was das für weiße Beeren sind. Von daher lasse ich das mal lieber bleiben. Weiße Beeren der unbekannten Art. Im Gegensatz zu Sam habe ich... Oh, sie hat aber Ahnung. Psst. Wow. Er sagt schon noch, aber im Gegensatz zu Sam habe ich keine Ahnung. Ja, dann weiß Sam es. Ich weiß nicht genau, wie diese Beeren heißen. Ich weiß nur, dass die Einheimischen sie benutzen, um sich für ihre rituellen Tänze in Trance zu versetzen. Oh. Einmal genau zielen. Und wir haben ja schon gesehen, er... Treffer versenkt. Wir haben schon genau gesehen, wenn wir sagen, wir wollen gerne hier eine Orange, frisst er erstmal eine Orange. Hallo? Hören Sie mich? Ja, was ist los? Dann werden wir direkt mal ausnutzen. Könnten Sie mir unter Umständen etwas Obst aus der Schale abgeben? Was soll's denn sein? Ja, wie wär's mit einer weißen Beere? Wie wär's mit einer dieser leckeren weißen Beeren? Kenne ich nicht. Und was ich nicht kenne, esse ich nicht. Und du bekommst auch nichts. Scheiße. Ich weiß nicht genau. Können wir... Okay, aber dann habe ich noch... Achso, aber nee, jetzt haben wir... Wobei? Dafür ist das Loch...
Okay, wir können hier die rote Folie geben, aber gefühlt... Das forscht die... Oh! Psst. Oh, ich habe eine Idee, aber... Alter... Also ich habe zwei Ideen. Erste Idee... Ich stecke eine der kleinen weißen Beeren mal in die Himbeere. Andersrum wird's nämlich schwierig. Das geht tatsächlich. Eine manipulierte Himbeere ist ja auch leiwand. Ich habe eine der weißen Beeren so in die Himbeere gesteckt, dass es nur bei ganz genauem Hinsehen auffällt. Ja, und er schaut sicher nicht. Einmal genau zielen. Aber gut, dass das mit der weißen Beere funktioniert, dass man die Idee bekommt. Das finde ich wirklich nett. Treffer versenkt. Oh, hallo? Hören Sie mich? Was ist los? Ja, was ist los? Ja, wie wär's denn mit einer Himbeere? Könnten Sie mir unter Umständen etwas Obst aus der Schale abgeben? Was soll's denn sein? Eine Himbeere. Es wäre geradezu sensationell, wenn ich eine leckere Himbeere bekommen könnte. Wäre das im Bereich des Möglichen? Was ist los? Ich haben kann Himbeere? Nein, aber ich kann... Was ist das? Was ist was? Mir wird so komisch. Es wird so hell. Alles ist so schrecklich hell. Und der Boden, er kommt immer näher. Die Fratze, sie hat sich bewegt. Ich hab's genau gesehen. Sie hat sich bewegt. Oh, was passiert mit mir? Jetzt ist er bereit für die wirklich großen Visionen. Oh, wie ich meine Rache genießen werde. Okay, er ist bereit für das Ding. Ja, wie wär's dann mit Max? Die Rückseite der furchteinflößenden Fratze. Ja, du sollst jetzt hier irgendwie laut sprechen, dachte ich. Müssen wir dafür den Helm abmachen? Nee. Dafür ist das Loch zu klein, ja. Vielleicht... Psst. Okay, wir können hier den... Ah, Moment, den Frosch. Den Frosch vielleicht psst. Jetzt. Vielleicht, dass sie ihn mit dem Frosch erschreckt oder so. Und dann erst mit der Fratze oder so. Keine Ahnung. Nee, das klappt nicht. Schade. Mit dem Ballon. Auch nicht. Er steht unter dem Einfluss von Halluzinogenen und ist kaum noch ansprechbar. Tja, wie heißt es auch so schön? Finger weg von Drogen. Aber wir... Das heißt, jetzt muss Max irgendwie... Max, ich hab hier was für dich. Okay, ich gebe mal wieder ihm alles. Aber... Max, ich hab hier was für dich. Was... Ich verstehe nicht so hundertprozentig, was wir jetzt tun müssen. Max, ich hab hier was für dich. Ich meine, wir können Sachen wieder rausnehmen aus dem, was draußen ist. Max, ich hab hier was für dich. Die Venusfliegenfalle, die Nacktschnecke, das alles. Gibt's da irgendwas darunter, was Sinn ergeben würde? Max, ich hab hier was für dich. Irgendetwas... womit wir den erschrecken? Puh, ich schau gleich mal, aber gerade... Max, ich hab hier was für dich. Gerade spontan, weil vor Glühwürmchen oder hier einem toten Fisch wird er sich nicht erschrecken, schätze ich mal. Vor der Pfauenfeder... Nee. Da ist nichts irgendwie dabei, wo man jetzt sagen könnte. Oh, Moment, ich habe eine Idee. So, wo stecke ich die Dinger denn am besten hin? Nase? Ja, Nase wäre gut. Was ist das? Sie speit Feuer aus ihren Nasenlöchern. Nein! Weg! Hey, ich muss hier weg. Ich dreh durch. Sie wird mich zerfetzen! Nein, das gibt's nicht. Das Ding ist aus Stein und es kann keine Funken aus der Nase versprühen. Ich darf bloß nicht hinschauen.
Wenn ich immer schön geradeaus schaue, kann mir das Ding gar nichts anhaben. Oh, bitte, lass es so sein. Mist, der Typ war so nah dran, vor lauter Panik gegen den nächsten Baum zu laufen. Nur noch ein bisschen mehr, dann habe ich ihn soweit. Brauchen noch mehr. Oh, der Frosch. Oh. Oh, ich habe eine Idee, was jetzt passieren wird. Die Show kann beginnen. Max, ich will ein Kind von dir. Hier und jetzt? Vielleicht sollten wir doch erst mal sehen, dass wir von hier verschwinden, bevor die Wache sich von ihrer Panikattacke erholt hat oder sein Kollege zurückkommt. Immer diese leeren Versprechungen. Ja, schlimm. Lässt du mich trotzdem raus? Ungern. Bevor du es dir anders überlegst und mich gleich wieder einsperrst, nichts wie weg. Warte mal, ich glaube, die Wache hat da was verloren. Was ist das? Keine Ahnung, sieht merkwürdig aus. Im Tempelraum gibt's eine zweite Tür und die konnte ich nicht öffnen. Direkt daneben ist eine Vertiefung in der Wand. Vielleicht passt das Ding da rein. Du willst wieder in den Tempel? Ich bin mir nicht sicher, aber andererseits wüsste ich schon gerne, was hier eigentlich los ist. Diese Typen, wer auch immer sie sein mögen, müssen ja einen Grund haben, deine Ausgrabungen zu behindern und dich, nachdem das nicht gereicht hat, einfach komplett aus dem Verkehr zu ziehen, indem sie dich gefangen nehmen. Ja, bestimmt, aber du weißt schon, dass hier noch mindestens 2 bewaffnete Wachen rumlaufen, oder? Schon, aber die wissen ja nicht, dass es mich noch gibt. Die Betonung liegt auf noch. Max, wir müssen hier weg. Ja, vermutlich hast du recht. Aber wie? Mein Wasserflugzeug haben diese Typen bestimmt gefunden und fluguntauglich gemacht. Na prima. Und jetzt? Ich weiß auch nicht. Hör zu, du kennst dich hier doch einigermaßen aus, oder? Auch was die zuständigen Behörden auf dem Festland angeht. Ja, schon, aber... Also ich bin zum ersten Mal hier, kenne keinen Menschen und spreche nicht mal die Landessprache. Du machst dich jetzt auf in Richtung Küste und versuchst, ein vorbeifahrendes Schiff auf dich aufmerksam zu machen. Dann gehst du zur Polizei und holst Verstärkung. Aber nicht nur 1 oder 2 unbewaffnete Polizisten, sondern am besten gleich eine ganze Armee. Ich warte hier so lange und schaue mich noch ein bisschen um. Und wenn die Wachen zurückkommen? Dann verstecke ich mich bis zu deiner Rückkehr. Kann ja im Dschungel nicht so schwer sein. Das sollte sogar ich schaffen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hast du eine bessere Idee? Ich meine, außer hier so lange zu diskutieren, bis die Typen zurückkommen und uns beide über den Haufen schießen. Nein, leider nicht. Okay, dann beeil dich. Ich hatte heute noch kein Frühstück. In Ordnung. Aber versprich mir bitte, dass du vorsichtig bist und dich sofort versteckst, wenn Gefahr droht. Mach ich. Und jetzt ab mit dir. Der Schlüssel könnte tatsächlich passen. Was sich wohl dahinter befindet, muss ja eigentlich irgendwas Großes sein. Sonst hätten die Jungs von Puritas Cordis nicht so einen Aufwand betrieben, um Sam von hier zu verjagen. Dann wollen wir mal. Ach du Scheiße. Was wollen die mit dem riesigen Ding denn sprengen? Die ganze Insel? Bitte? Was ist denn hier passiert? Wo ist die Gefangene? Und wo ist mein Kollege? Ich gebe Messer mal der Zentrale Bescheid. 07 an Zentrale, bitte kommen. Die Sache scheint aus dem Ruder zu laufen. Die gefangene Wissenschaftlerin ist verschwunden und ihr Bewacher auch. Ich fürchte, hier laufen noch mehr Saboteure rum. Sind Sie sicher? Okay. Geben Sie mir 2 Minuten, um unsere Jungs zu alarmieren. Dann können Sie die Fernzündung einleiten. Die Bombe. Die haben das Ding ferngezündet. Ich muss hier raus. Umlegen oder mitnehmen? Mitnehmen. Umlegen können wir ihn später immer noch. Scheiße. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ich befürchte schon. Na, das kann ja heiter werden. Wo sollen wir denn hier etwas finden? Ich meine, etwas, das nicht aus Stein und Schutt besteht.
Gute Frage. Aber wir müssen einfach den Glauben haben, dass es uns gelingen kann. Und wo nehmen wir diesen Glauben her? Also bei Ihnen ist das ja relativ offensichtlich, aber mir fehlt da ehrlich gesagt im Moment ein wenig. Wollen Sie einfach so aufgeben und sich in Ihr Schicksal fügen? Da ist was dran. Schließlich können wir uns ja auch später noch in Ruhe zurücklehnen und die über uns hereinbrechenden Katastrophen genießen. Schauen wir uns noch einmal an, was Schwester Elise geschrieben hat. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis. Hier steht, der Schlüssel lag all die Jahre gut versteckt in den Ruinen von Gatineau. Und der Heilige, der mir den Weg dahin wies, erschien mir jede Nacht im Traum. Der Heilige? Fragen Sie mich nicht. Ich weiß auch nicht viel mehr als Sie. Vorschlag. Ich schaue mir den Brief nochmal in Ruhe an. Vielleicht wurde irgendetwas falsch übersetzt und wir haben einen Hinweis übersehen. Sie halten in der Zwischenzeit Ausschau nach allem, was auch nur ansatzweise an einen Heiligen erinnern könnte. Bleibt die Frage, welcher der beiden Strohhalme, an die wir uns da klammern, einen erbärmlicheren Eindruck macht. Versuchen Sie es einfach mal mit etwas Glauben. Woran ist eigentlich nicht entscheidend, aber ohne Glauben kommt man nicht weit im Leben. Ja, ich weiß. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich mache mich dann mal auf die Suche nach dem mysteriösen Heiligen. Wenn Sie eine etwas heißere Spur als diese hier haben, dann erlösen Sie mich bitte von meiner Suche. Mache ich. Versprochen. Ach, bevor ich's vergesse, dem Brief von Elise lag noch eine seltsame Skizze bei. Keine Ahnung, was sie darstellen soll, aber vielleicht hilft sie Ihnen bei der Suche. Okay, und damit haben wir gleich wieder einen neuen Schauplatz gefunden, die Ruinen von Gatineau. Aber erstmal der brennende Berg. Max ist es gelungen, Sam zu befreien. Mit einem sehr coolen Trick, möchte ich mal sagen. Irgendwie das mit den Leuchtstäben, da habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass sie für irgend sowas in die Richtung gehören. Also so gesagt, oh, ich habe so Angst mit der Maske. Nur ich dachte eher nicht, dass wir die Nasenlöcher, sondern mehr die Augen irgendwie rot leuchtend machen müssen. Das war schon irgendwie cool. Moment, Max ist es gelungen, Sam zu befreien. Aber die Freude währt nur kurz, denn bei näherer Untersuchung des Tempels am Fuße des Vulkans findet er eine riesige Bombe. Ich habe mir gedacht, what the fuck ist das? Als diese detoniert, löst das den Ausbruch des Vulkans aus. Max kann zwar mit viel Glück den tödlichen Lavamassen entkommen, aber läuft geradewegs in die Arme von zwei Puritas Cordis-Söldnern. Was bezweckt Pat Shelton? Pat Sheltons Geheimbund damit, eine Naturkatastrophe künstlich auszulösen. Das heißt, Sie sind für die ganzen Katastrophen selbst verantwortlich. Das heißt, die Puritas Cordis-Sekte will die Leute nicht schützen, sondern die macht den ganzen Schmafu. Die Suche beginnt. Gatineau. Nina und David Corell sind in den Ruinen von Gatineau angekommen. Doch wo sollen sie nach dem von Schwester Elise beschriebenen Schlüssel suchen, mit dem sich die angeblich bevorstehenden Katastrophen möglicherweise doch noch abwenden lassen? In dem Brief von Schwester Elise ist die Rede von einem Heiligen, der ihr jede Nacht im Traum erschienen und ihr den Weg zu dem Verlies, der zu dem Versteck wies. Doch wo soll man hier nach einem Heiligen suchen? Ja, gute Frage. Oh, aber die Skizze, die ist interessant. Und natürlich haben wir alles andere weggegeben. Diese Skizze lag dem Brief von Schwester Elise bei. Oh nein, das schaut schon wieder so aus wie ein Rätsel, was richtig hardcore sein wird. Naja. Da steht er nun und versucht, den Brief von Elise zu entschlüsseln. Schon irgendwelche neuen Erkenntnisse aus dem Brief von Schwester Elise? Nein, leider nicht. Was macht die Suche nach dem Heiligen? Ich war schon mal erfolgreicher. Vielleicht würde es helfen, wenn Sie sich auch in der Umgebung ein wenig umsehen. Okay, schon auf dem Weg. Wir haben uns noch nicht einen Millimeter bewegt, aber auch gut. So, dann bin ich mal gespannt. Erstmal das hier. Das Schild warnt vor Steinschlag. Ja, offenbar hoffentlich erfolgreich. Das Schild ist festgeschraubt. Ja, dann nicht. Gut, sonst hier, da hinten. Hier ist ein Weg, hier ist nichts. Hier oben. Schauen wir einfach mal, wo der hin leuchtet. Der Landvermesser.
Der arbeitet wohl hier. Ja, nee. Kein Scheiß, oder was? Hallo, was machen Sie denn hier? Hallo, das wollte ich Sie auch gerade fragen. Sie befinden sich nämlich auf abgesperrtem Gelände. Oh, ich habe nirgends eine Absperrung gesehen. Naja, es ist doch mehr eine unsichtbare Absperrung. Das ist das Gelände der Lazare Construction. Und Unbefugten ist der Zutritt verboten. Unsichtbare Absperrung? Wird die dann auch von unsichtbaren Wachen kontrolliert? Sie haben recht. Eigentlich kann es mir ja völlig egal sein, solange sie mir nicht im Weg rumstehen. Hatte ich eigentlich nicht vor. Ja, der muss eigentlich irgendwelche Infos haben, oder? Aber vor allen Dingen erstmal dazu. Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich vermesse das Land. Ja, das sehe ich. Aber wozu? Hier soll ein Freizeitpark entstehen. Und die Ruinen von Gatineau sollen Bestandteil des Parks werden. Als begehbare Touristenattraktion? Exakt. Und ich muss genau festlegen, auf welchen Wegen sich die Besuchermassen bewegen können, ohne dass es gefährlich wird. Für die Besucher oder für die Ruinen? Sowohl als auch. Schließlich würden 100 Leute, die in einer historischen Stadt durch den Fußboden brechen, weder den Leuten noch der Stadt besonders gut tun. Klingt logisch, aber besteht nicht die Gefahr, dass auch Sie hier irgendwas Wertvolles zerstören könnten? Nein, die Archäologen haben ihre Arbeit ja bereits abgeschlossen. Ansonsten dürfte ich hier gar nicht rumlaufen. Und Sie dürfen das eigentlich sowieso nicht. Tun Sie einfach so, als wäre ich gar nicht da. ja, tun Sie so, als ob Sie auch vielleicht... Ja, egal. Mir ist dazu nur was Lustiges gerade eingefallen, aber egal. Was haben die Archäologen denn hier so gefunden? Irgendwas Spektakuläres? Keine Ahnung, die waren schon weg, bevor ich hier angefangen habe. Schade, dann gibt's hier nichts mehr außer Steinen? Interessieren Sie sich für was Bestimmtes? Vielleicht kann ich Ihnen ja behilflich sein. Inwiefern? Tja, auch Archäologen übersehen schon mal was. Sie meinen, Sie haben schon was gefunden? Wer weiß? Das ist Diebstahl an der Wissenschaft. Mein Ex-Freund würde Sie für sowas vor Gericht zerren. Der ist aber nicht da. Und da ich ein Auge dabei zudrücke, dass Sie sich hier auf abgesperrtem Gelände aufhalten... Schon verstanden. Eine Hand wäscht die andere. Genau. Sollten Sie zufällig noch über etwas historisch wertvoll Anmutendes stolpern... Ich werde dran denken. Also werde ich's dir dann nicht geben. Sie suchen also so ganz nebenbei nach historischen Überbleibseln? Klar. Wir müssen ja alle zusehen, wo wir bleiben. Und als Landvermesser verdient man nicht gerade königlich. Wonach genau suchen Sie denn? Alles, was wertvoll sein könnte. Tafelsilber, Tonkrüge, Münzen. Einfach alles. Aber unter dem ganzen Schutt kommt man da doch meist gar nicht ran, oder? Keine Sorge, ich habe schon schweres Gerät im Auto. Damit kann ich ganze Häuser einreißen. Da macht so ein bisschen Schutt keinerlei Probleme. Oh, okay. Oh, das heißt, wir müssen wahrscheinlich sein Auto aufbrechen. Ich meine, er hat es gerade selber mehr oder weniger verschuldet, weil sonst würden wir es gar nicht wissen. Haben Sie hier irgendwo einen Heiligen gesehen? Oder etwas, das mit einem Heiligen zu tun hat? Und bitte jetzt keine mehr oder weniger lustigen Witze. Die Frage ist durchaus ernst gemeint. Okay, keine Witze. Aber leider auch keine Heiligen. Ist denn dieses Trümmerfeld wirklich das Einzige, was von Gatineau übrig geblieben ist? Ja, soweit ich weiß schon. Ja, da gab's ja diesen Brand, den wir in dem Brief letztens gehört haben. Ich überlasse Sie dann wieder Ihrer Arbeit. Okay. Schade, also der weiß nix. Wo leuchtet der da eigentlich die ganze Zeit hin? Hier ist auch noch ein Weg, der ein... Ah, okay, hier ist ein Weg, da vorne ist ein Weg. Aber sonst gibt's hier tatsächlich nichts. Okay, dann würde ich aber sagen, was dieser oder jener Weg für uns zu bieten hat und ob wir tatsächlich sein Auto aufbrechen müssen, was ich jetzt ehrlich gesagt mal glaube, das sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Geheimakte 2 Puritas Cordis. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.